Ja, es gibt immer einen, der übertreiben muss, ne? War ja klar. Das Problem ist nämlich, jetzt macht keiner mehr mit. Lupio, leider hast du jetzt nichts gewonnen, weil keiner wird mehr dagegen bauen. Okay, Lupio hat das Game gesprengt. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcam. Wir werden heute tatsächlich die Trading Hall ansetzen. Wir werden Netherite sammeln gehen und wir haben noch eine Lieferung für Lucien. Und das Dorf hat mir gesagt, was sie gerne für den Zaubertisch wollen. Aber das schaffen wir gar nicht alles heute. Guck mal, da ist ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Ey Lars, ich war so frei und habe eine Bombe in deinem Haus deponiert. Sie lässt sich aufgrund der Beobachter nur schwer entschärfen. Viel Spaß beim Bauen. Und was ist mit dem Haus passiert? Lieber Lars, die Klötzchen haben dir mal bei deinem Quarzproblem geholfen. Gruß, Bubus Klötzchenbande. Weißt du, okay. Okay, ja gut, bunte Wolle, ne? Gibt Schlimmeres, ist ganz niedlich, so von hinten könnte so ein Spielzeughaus sein. Aber sogar zu faul hochzubauen, einfach nur da, wo man so drankommt, ne? Ja. Das ist ja easy wieder zu entfernen. Aber die Bombe, wo ist denn hier eine Bombe? Hier ist nirgendwo eine Bombe. Ich sehe keine Bombe. Ich bin Bombe und deswegen kannst du den Kanal abonnieren, das Video liken. Und jetzt lege ich mich mal ins Bett. Oh, man hat's repariert. Ja. Pass auf, gleich wird's witzig. Mann, Minecraft, lass mich mal schlafen. Ich will lachen. Wow, voll witzig. So. Wow. So, dann entfernen wir den Spaß hier mal. Danke. Ich gucke jetzt mal vorsichtshalber hier drunter. Achso, nee, okay. Okay, das repariere ich, wenn wir mit Netherite und hoffentlich ein bisschen Quarz wieder da sind. Netherite zu sammeln, super einfach. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Oh, ich muss hier auch noch eine Runde ernten, ne? Willkommen im Nether. So, jetzt machen wir es erstmal ganz einfach. Wir gehen eine Treppe runter, bis wir auf Lava stoßen oder eben auch nicht. Spätestens bei Höhe 13 müssen wir Stopp machen. So, Höhe 13 und nicht mehr auf Lava gestoßen. Falls ihr auf Lava stößt, also irgendwie nicht drumherum kommt, dann kippt euch einfach, ich zeige euch das mal als Beispiel gerade, ne, kippt euch einfach mit Kies quasi so ein Dreieck in die Lava und dann in der Mitte zuschütten und wieder aufbuddeln und zack, habt ihr quasi euren Tunnel auf die Höhe 13. Ja, jetzt ist easy, ne? Es gibt drei Methoden. Man kann ja im Nether nicht schlafen, ne? Wir könnten jetzt ein Bett aufstellen, versuchen zu schlafen. Es fliegt in die Luft, sprengt ganz viel frei. Wir sehen, ob wir einen Netherite oder antiken Schrott in dem Fall freigelegt haben, ne? Da wir aber hier Hardcore spielen, habe ich gar keinen Bock, hier mit Explosionen zu arbeiten. Man könnte noch kontrolliert TNT nehmen, aber ich habe keine Creeper-Farm und dementsprechend gar nicht genug TNT. Deswegen ist meine Taktik jetzt am Ende des Tages, wir buddeln, was das Zeug hält, nehmen unsere 42 Level und Diamanten und reparieren es zur Not einfach. Ich werd verrückt, ich habe meinen ersten gefunden. Und jetzt guck mal, was ich ausgehoben habe hier. So viel Pech kann man nicht haben. So sieht der Spaß aus und der verbrennt auch nicht in der Lava. Den könnt ihr auch einfach ohne Behutsamkeit, ohne irgendwas abbauen. Oh, sogar gleich drei Stück. Das ist gut. Wir brauchen nämlich vier pro Item, das wir zu Netherite machen wollen. Yeah, noch ein! Und wie macht man jetzt so ein Item? Das ist relativ einfach. Wir brauchen erstmal einen Schmiedetisch. Zwei Eisen, vier Holz kriegen wir hin. Bis dato können wir aber erstmal den antiken Schrott in den Ofen hauen. Den packe ich jetzt einfach mal irgendwo hier hin. Das ist egal. Das ist auch ein Jobblock für Dorfbewohner. Aber so. Und jetzt müssen wir quasi hier Bachen draus machen. Zack. Und dann können wir so. So können wir vier verteilen. Und so die vier Netherite-Platten, die wir gebrannt haben. Und wir bekommen unseren ersten Netherite-Barren. Juhu, voll gut. Ey, was geht denn mit dir? So, tschüss. Ich würde gern die hier so und so. Und zack, haben wir unsere erste Netherite-Ausrüstung. Und irgendwie wäre es geiler, wenn ich die Rüstung mache, damit ich mehr aushalte. Aber jetzt nehmen wir gerade eine Schere und wir machen auch nochmal den ganzen Spaß mit Betten, weil ich habe meine Spitzhacken schon so hart zerdeppert. Dafür muss man etwas wissen. Explosionen in Minecraft passieren immer auf der Ebene. Das heißt, wenn ein Creeper in die Luft fliegt, passiert das auf dieser Blockhöhe. Wenn ein Bett in die Luft fliegt, passiert das auf dieser Blockhöhe. Das ist immer gut zu wissen. Und jetzt nehmen wir uns noch einen Bruchstein und müssen mal gucken, wie weit wir das Bett selektieren können, ne? Da ist auf jeden Fall selektiert, nicht mehr selektiert. So.
Das heißt, hier machen wir jetzt einen Bruchstein hin und machen Rechtsklick. Klick. Und wir sehen, der Bruchstein hat quasi nahezu die gesamte Explosion gesaved. Jetzt können wir das ganze Feuer ausmachen und gucken, ob wir antiken Schrott irgendwo freigelegt haben. Und das ist halt wesentlich ressourcenschonender, als jetzt seine Werkzeuge zu zerdeppern, so wie ich es eben gemacht habe. Ich bin halt nur, weil es Hardcore ist, sehr, sehr vorsichtig. Boom. Okay, das waren jetzt ein paar Explosionen. Und wie viel hat es gebracht? Tatsächlich 2. Wie viel Pech kann man haben? 20 Betten zerbombt und genau 2 gefunden. Das ist so, ja. Ja, und jetzt müssten wir erstmal das Haus ein bisschen reparieren und weiterbauen, denn wir haben ein bisschen Quarz. So, aufgeräumt. Und jetzt gehen wir... Oh, nee, nicht ganz. Und jetzt gehen wir mal zu Gloopshow und teilen dem mal mit, dass das echt eine sehr schlechte Idee war. Und guck mal hier, bei Kroko. Was hat man denn mit dem seiner Insel gemacht? Was ist denn hier los? Ja, gut, Kroko, viel Spaß beim Aufräumen. Ich war's nicht. Ah, da unten wohnt er. Okay, warte, warte. Guck mal hier, da ist nämlich ein Fisch. Da kann man springen. Juhu! Aber hier hätte jetzt so ein Faden drüber sein müssen, der den Boden anhebt und du einfach stirbst. Das wäre so böse. Hallo, Zombie. Ja, ja, ja. Komm mal hier. Komm mal zu Vater. Danke. Bäume, Bambus. Ach, guck mal. Hier wohnt er also. Also, mir wurde zumindest gesagt, dass er hier wohnt. Ich stelle mein Schild auf. Das Gold war keine gute Idee. Jetzt hat keiner mehr Bock. Alles ausgeleuchtet hier, ne? Und so ein bisschen aus dem Boden gegrabbelt, aber noch lange nicht alles. Smaragde, dann kann ich mir Reparatur kaufen. Ich bin unterwegs. So, jetzt brauchen wir ganz viel Eichenholz. Und nicht wundern, sollte ich mich komisch anhören. Komisch, komisch. Liegt es daran, dass ich heute 4 Stunden beim Zahnarzt war. Das war echt brutal. Und mein Kopf fühlt sich immer noch an, als hätte ich einen von One Punch Man bekommen. Aber weil der geil ist, darf der das. Ich pflanze jetzt hier erstmal ein bisschen Eiche an, weil wir das brauchen für... unsere Scheune mit integrierter Trading Hall. So, über 30 Setzlinge. Jetzt holen wir Knochenmehl. Wobei, das hier können wir eigentlich auch schon fällen. Ich habe noch meine Axt nicht dabei. Ich hole die mal. Sag mal, die... Nee, die standen hier schon. Ne? Ich wollte gerade sagen, sind die schon gewachsen? Das wäre halt echt super schnell. Aber wir können ja gerade mal hier eine Schaufel verzaubern. Ich meine, die muss ja nicht mega verzaubert sein. Ich hätte gerne einfach... Ja gut, Effizienz brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber... Ja, schade, ich habe gehofft, da kommt noch Haltbarkeit drauf. Nehmen wir die Axt noch. Haltbarkeit 3. Ja, Effizienz 4 brauche ich aber nicht. Das finde ich gar nicht so wild. Haltbarkeit finde ich viel wichtiger. Zack. So, Haltbarkeit 3. Weil während da hinten Bäume wachsen, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze anordnen. Ich glaube, erstmal müssen wir hier lang alles kürzen.
So, jetzt haben wir hier mal Platz, ne? So ein bisschen eingeebnet. Und das Ding ist, ich würde gerne, pass mal auf, wir machen jetzt mal so eine grobe Form, würde so ein 3x4 Eingang machen wollen, ne? Also der so, ja, ne, das ist halt auf, da kann man dann reingehen. Das Ganze ist so ein bisschen sehr einfach, also wirklich sehr einfach. Man sollte da jetzt nicht zu Großes erwarten. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich das aufteile. Dafür brauche ich mal Treppen, damit ich so ein Gefühl für die Größe habe. Ja, da war der Lucien einfach da, hat mir ein Totem in die Hand gedrückt. Ich habe keine Ahnung warum, aber Dankeschön, Lucien. Das Ding ist nämlich, ich möchte 2 Etagen haben mit Händlern in der Scheune, ne? Und die sollen einen Raum bekommen, der quasi 2x2 ist. Und 2x2, damit die quasi so ein Bett bekommen, Arbeitsblock, Ende. Ich habe Ideen. Machen wir mal eine kleine Timelapse. So, bevor wir uns mal das Grundgerüst angucken gehen, hole ich gerade noch was, um was zu gucken. Haben wir noch? Jo, haben wir sogar noch. Das ist eigentlich ganz gut. So, das Grundgerüst meiner Scheune. Man muss bedenken, dass hier noch so, hier kommt noch ein Dach drauf, was quasi so dagegen läuft, ne? Und da oben kommt ein Dach drauf. Aber hier drinne ist eigentlich ziemlich simpel, ne? Man kommt hier rein, da kann man hier oder da hochklettern. Das ist alles noch unschön. Keine Frage. Aber denkt an das Farmhaus. Das war am Anfang auch echt ugly. So, und hier steht dann wer drinne, ne? Und der ist dann quasi eingepfercht durch so quasi, ne? Noch eine Reihe Falltüren. Und dann kann man in der Mitte es quasi aufmachen und traden oder so. Müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Aber das ist so die Überlegung. Und dann sind hier halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind 7, hier unten sind 7, hier sind 7. Das heißt, wir haben 28 Händler. Und man kann da, wo die Leitern sind, hier können wir noch reingehen. Das heißt, hier können wir Smaragde bunkern, hier können wir das Eisen bunkern und irgendwie da Stroh oder so, weiß ich nicht, ne? Und dann kommt hier oben, kommt dann von außen noch so ein Kranarm dran, ne? Der das Zeug dann da reinräumt oder sonstiges. Da müssen wir mal gucken. Weil wir haben ja hier oben quasi noch eine Etage, die wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben, ne? Müssen wir mal schauen. Aber, das ist die Scheune. Dann wird es wahrscheinlich da noch eine Windmühle oder so geben. Mal gucken, vielleicht ein Silo noch. Ich muss mal schauen, ich weiß noch nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Fürs Erste bin ich raus. Ich sag vielen lieben Dank. Ciao. Mit V.